Kündigung wegen Ablehnung der Kurzarbeit. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und habe zurzeit ganz, ganz viele Anfragen im Zusammenhang mit Kurzarbeit und meinen Videos dazu. Und ich habe ja gesagt, so grob gesehen, wer im Tarifvertrag, in der Betriebsvereinbarung oder im Arbeitsvertrag keine Vereinbarung zur Kurzarbeit hat und wer auch nicht in der Vergangenheit da irgendwie immer das trotzdem gemacht hat, also wo man sagen kann, konkludent zugestimmt, der schuldet dem Arbeitgeber keine Zustimmung zur Kurzarbeit. Und jetzt sind ganz viele Leute ganz aufgeregt und schicken mir diese ganzen Vereinbarungen, die sie vorgelegt bekommen und wollen nochmal nachfassen. Warum? Weil die natürlich Angst haben, was passiert denn, wenn ich nicht zustimme. Diejenigen, die in einem Kleinbetrieb arbeiten, fürchten, also nicht mehr als 10 Mitarbeiter oder die noch in der Probezeit sind, also im ersten halben Jahr, die müssen natürlich mit einer Kündigung rechnen. Und gegen die Kündigung wird man oft wenig machen können. Ich habe jetzt schon mehrere solche Fälle, wir werden uns aufs Maßregelungsverbot berufen. Ja, der Arbeitgeber darf ja nicht, wenn ich von meinem Recht Gebrauch mache oder er mich zu irgendwas nötigen will und ich lasse mich da nicht nötigen, dann darf der ja nicht eine Maßnahme, in dem Fall eine Kündigung aussprechen, die maßregeln wird. 612 BGB. Ja, die wäre dann unwirksam. Aber das ist in der Praxis, die Gerichte tun sich immer schwer. Das Bundesarbeitsgericht sagt immer, wir wollen jetzt nicht über irgendwelche Umwege auch in den Kleinbetrieben Kündigungsschutz einführen. Also die Leute sollten eher vorsichtig sein. Dann alle, die Kündigungsschutz haben, also die in einem Betrieb länger als ein halbes Jahr arbeiten und der Betrieb hat mehr als 10 Mitarbeiter regelmäßig. Ja? Alle diese Arbeitnehmer, die haben einen Kündigungsschutz und die sind vor einer Kündigung relativ sicher. Man ist natürlich zurzeit, ist kaum jemand vor einer Kündigung sicher, deswegen sage ich relativ, aber arbeitsrechtlich gesehen, wenn Sie eine Verweigerung machen, der Arbeitgeber reagiert mit der Kündigung, haben wir hier das Angebot ja einer kostenlosen, unverbindlichen Telefonats mit mir und über unsere Hotline. Das funktioniert Stand heute, 2. April, auch noch sehr gut. Und Sie können mit mir besprechen, welche Erfolgsaussichten sind und so weiter. Das geht, ja. Was wir im Moment nicht leisten können, da bitte ich um Verständnis, ist, dass jeder jetzt mit seiner Vereinbarung nochmal kommt und nochmal nachfragt. Ich glaube, meine Äußerung dazu ist ganz klar, also hier auf jeden Fall nochmal, ja. Sie müssen eine Kündigung, wenn Sie Kündigungsschutz haben, zwar befürchten, dass der Arbeitgeber eine Kündigung ausspricht, aber wir können uns gegen die Kündigung gut zur Wehr setzen, ob Sie dann im Unternehmen bleiben oder wie die meisten dann doch bei einem bestimmten Abfindungsangebot, bei einer bestimmten Abfindungshöhe schwach werden und dann wir einen Deal machen, das ist natürlich eine andere Frage. Ja, wir sind deutschlandweit tätig, also wer da jetzt sagt, ich will das nicht, ich muss das nicht, der wartet die Kündigung ab und wenn Sie die Kündigung dann haben oder der Arbeitgeber zumindest die Kündigung angedroht hat, dann können Sie von diesem Angebot bei uns Gebrauch machen. Die Erfolgsaussichten sind dann okay, ja, also wir haben ja dann das Maßregelungsverbot, wir haben den allgemeinen Kündigungsschutz, vielleicht haben wir auch noch einen besonderen Kündigungsschutz, weil jemand schwanger ist oder im Erziehungsurlaub, habe ich zurzeit alles solche Fälle auch, die Arbeitgeber sind da völlig schmerzfrei, zumindest teilweise, die kündigen einfach, was da Zeug hält, ja. Wir machen Kündigungsschutzklage, wir prüfen die Zurückweisung der Kündigung, wichtig ist, am selben Tag möglichst anrufen, spätestens einen Tag danach, dass wir noch alle Möglichkeiten nutzen können, gegen die Kündigung vorzugehen. Denn je mehr wir machen können, je größer das Risiko für den Arbeitgeber. Und die Abfindung ist letztendlich ein Risikoabkauf. Ja? Schön übrigens, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat. Wenn Sie noch keine haben, empfehle ich dringend, eine mit Arbeitsrechtsschutz abzuschließen und nehmen Sie eine, die nur eine kurze Wartezeit von 3 Monaten hat. Sie wissen nicht, was in den nächsten Monaten noch auf Sie zukommt. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie doch gern den Kanal. Ich sage übrigens auch noch mal was demnächst in einem Video zum Thema Kündigung und Homeoffice. Da haben wir ähnliche, aber ein bisschen anders gelagerte Probleme. Das mache ich noch mal in einem extra Video. Abonnieren Sie den Kanal. Ich freue mich über Lob und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.